Hey ho, ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir ein Style and Talk Get Ready With Me vollkommen mit 11 Produkten. Ja, ich dachte, 11 ist immer interessant, für mich zumindest. Und ich habe mir jetzt ein paar schöne Sachen zusammen bestellt quasi. Und die werde ich heute benutzen. Und wenn ihr sehen wollt, wie dieser Look entstanden ist, bleibt dran, es geht direkt los. So, ihr Lieben, passt auf. Heute ist der 8. April. Das heißt, wir sind mittendrin immer noch im Chaos. Wundert euch nicht, zwischendurch sind auch noch ein paar Videos, kommen immer mal wieder, die vor dem ganzen Drama gefilmt wurden. Also wenn ihr jetzt irgendwelche Foundation-Reviews von mir seht oder so, wo ich dann im Studio bin, also keine Panik, ich bin nicht im Studio, sondern sie sind einfach alt. Ich habe einen Haufen Sachen von Elf hier liegen. Elf ist immer so eine Marke, die irgendwie so ein bisschen auf meinem Radar ist und ein bisschen auch nicht. Und die haben gerade ein paar neue Sachen rausgebracht, die mich super interessieren. Ich weiß nicht, guckt euch ruhig mal Emily Noel an. Das ist eine amerikanische YouTuberin. Ich finde sie traumhaft, sie ist wunderbar. Und sie hat ganz oft mal so Favoriten von Elf. Und deshalb habe ich da so ein paar Sachen, mit denen wir heute schminken. Wir machen einfach ein ganz chilliges Style and Talk. Und zwar fange ich mal an mit diesem Elf Putty Primer. Den habe ich schon eine Weile hier rumhängen. Aber irgendwie bin ich immer so, mit diesem Putty Primer und so. Ich weiß nicht. Also viele stehen ja auf so ein Zeug. Ich werde dem jetzt nochmal eine Chance geben. Ich glaube, ich habe den irgendwann mal in einem Video benutzt. Aber heute benutze ich ihn einfach mit einer Foundation, wo ich weiß, die ist mega. Ich habe nämlich die Foundation und den Concealer von Elf nicht gekauft. Ein bisschen interessiere ich mich schon dafür, vor allen Dingen für den Concealer. Aber wisst ihr was, ich habe gerade so viele Concealer und auch Foundations. Und ich habe auch noch einige auf dem Plan, die ich noch testen will und testen werde. Ich habe auch noch einige hier liegen, die ich noch nicht richtig getestet habe. Deshalb wollte ich mir jetzt nicht noch mehr holen. Dieser Primer, der macht halt tatsächlich super smooth und aber irgendwie, mir fehlt halt das Illuminating, ne? Also wenn ihr mich kennt, wisst ihr Bescheid. Ich mag Illuminating Primer. Foundation, nehmen wir die Stay Naked von Urban Decay, wie ich schon sagte. Ich will eine Foundation nehmen, mit der ich gut, wo ich weiß, dass sie perfekt ist, weil ich auch noch ein Puder habe, was ich gern testen möchte. Und da ist es eigentlich sinnvoll, einfach eine Foundation zu nehmen, mit der man sich gut auskennt. Und meine Haut ist im Moment ziemlich geil, muss ich sagen. Oh, warum habe ich immer irgendwelche Haare hier hängen? Meine Haut ist gut. Liegt vielleicht auch daran, dass ich in dieser Corona-Krise, in der wir gerade feststecken, einfach ja nicht arbeiten gehe und mich wirklich nicht, also wirklich fast echt nur für Videos schminke, ne? Für Videos, bisschen Instagram und so und halt aus Spaß, weil Schminken Spaß macht. Aber ansonsten im Alltag, wisst ihr, wenn ich den ganzen Tag mit meinem Kind im Garten rumhänge, dann haue ich mir SPF drauf und das war's. Ja, das ist halt einfach so, oh Gott, ich liebe diese Foundation. Passt auch gerade ganz gut mit dem Primer. Mit der Foundation ist es ja so eine Sache. Ich habe wirklich Leute, die sich die geholt haben aufgrund meiner Empfehlung und die sie lieben. Ich habe aber auch Leute, die sagen, oh Gott, Jenny, die Foundation sitzt gar nicht auf meiner Haut. Ist halt bei Foundations so eine Sache, ne? Wisst ihr? Was bei mir funktioniert, funktioniert nicht zwangsläufig bei jedem. Das ist einfach leider so. Schön wäre es, wenn es so einfach wäre, ne? Dann müssten wir gar nicht so viel suchen nach der perfekten Foundation. Die ist halt eher auf der matteren Seite und ich bin jetzt mal gespannt, wie die zurechtkommt mit einem Primer, der nicht besonders glowy und healthy und tralala ist. Ne? Da bin ich mal gespannt. Ich liebe halt an der Foundation, dass die so super dünn ist und man davon überhaupt nichts merkt, wisst ihr. Also die ist wie eine zweite Haut.
Es gibt einige, die bemängeln, dass da so viel Alkohol drin ist, aber das ist wahrscheinlich der Grund, warum die so wie so eine zweite Haut sitzt. Und ich trage sie sehr oft und ich habe bisher nicht gemerkt, dass es meiner Haut besonders schlecht tut. Ich meine, beim Lichtschutzfaktor, da ist auch halt ganz oft Alkohol drin. Und klar, es gibt Haut, die reagiert da stark drauf, es gibt Haut, die juckt es nicht so. Ja. So, Foundation ist eingearbeitet und da ich auch keinen neuen Concealer habe, benutze ich den von Nabla. Der heißt Close-Up Concealer. In der Farbe Ivory habe ich den. Und ich habe den ja jetzt schon eine Weile und ich muss sagen, ich bin schwer verliebt. Echt. Also, ich hätte es nicht gedacht. Ich benutze den so oft. Das Einzige, was halt wirklich an dem gar nicht geht, und ich weiß nicht, warum man so etwas macht, der riecht nach Kokos, Leute. Er riecht nach Kokos im Ernst. Also, und das finde ich schon, hart. Da muss ich mich wirklich, das muss ich versuchen auszublenden, weil eigentlich ist sowas ein K.O.-Kriterium. Wenn er aber nicht so toll sitzen würde, dann würde ich ihn nicht benutzen, wegen des Geruches. Aber er sitzt halt so genial, ne? Muss man einfach sagen. Er deckt toll, er sitzt so gut. Aber das ist halt was, was ich immer noch nicht verstanden habe. Warum müssen wir einen Concealer haben, der nach Kokosnuss riecht? Bitte, könnt ihr mir das mal erklären? Also direkt mal an Nabla gefragt, warum müssen wir einen Concealer haben, der nach Kokosnuss riecht? Ich verstehe das nicht. So, lassen wir mal das Gesicht ein bisschen sitzen und fangen an mit Augen. Ich hatte den hier schon, diesen Elf No Budge Shadow Stick. Das ist ein Creme-Lidschatten, den benutzen wir. Dann habe ich mir einen No Budge Retractable Liner in Black geholt und voll die Verarschung in der Verpackung, wartet. Ich mach's noch mal rein. Von Elf, na, oh, wie dumm, Jenny. Ja, sicherlich von Elf bei einem Full Face Elf. Liquid Glitter Shadow in richtig blau und guckt mal, ne? Ihr denkt so, okay, der ist, ne? Ihr denkt ja, der ist groß, ne? Passt mal auf. Ups, er ist klitzeklein. erst wollte ich den halt so all over, ne? Aber ich weiß nicht, ob er das kann. Obwohl, teilweise wirkt er total streifig und teilweise auch deckend. Ich bin mir nicht so sicher. Wisst ihr was? Ich glaube, ich mache oben den Creme-Lidschatten und werde den hier in Verbindung mit einem Kajalstift, mit einem blauen unten und und das Augenlid quasi. Und das Augenlid, sage ich immer, ne? Und das Auge geben. Mir ist auch gerade nicht unbedingt nach volle Lotte Glitzer auf dem Auge, deshalb werde ich das so machen. Ich fange mal an mit Creme-Lidschatten. Schon wieder ein bisschen tränende Augen. Ist ja nichts Neues. Und ich nehme jetzt einfach den Creme-Lidschatten. Das ist so ein Stick. Und gebe mir den einfach aufs ganze Augenlid. Ist eine geile Farbe übrigens. Einfach einmal so drauf. Und dann nehme ich hier so einen Pinsel. Der ist jetzt von Real Techniques. Normalerweise würde ich meinen Cosmetics Nummer 7 nehmen, die andere Seite, aber ich wollte den jetzt nicht schon wieder mit Creme-Lidschatten versiffen. Deshalb der hier. Ja, ganz einfach, ne? Also lassen sich sehr gut verblenden. Und verblenden sich auch nicht komplett weg. Das ist ja manchmal so bei Creme-Lidschatten, das ist ja für mich das Beschissenste, wenn man das aufträgt und dann blendet man und dann ist er einfach komplett weg. Das ist sehr belastend. Aber es ist sehr schön cremig und lässt sich gut verarbeiten. Mein Handy bimmelt gerade. So, ein bisschen würde ich jetzt noch einmal schichten. Voll die geile Farbe, ey. Warum benutze ich den nicht öfter? Der ist richtig geil. Ja, wisst ihr.
Das ist ein bisschen gerade wie Shop My Stash, ne? Wenn du denkst, 100.000 neue Sachen und dann benutzt du mal was Altes und denkst so, wow. Voll geil. Jetzt hole ich mir erstmal hier den Retractable Liner raus. Oh, die Verpackungen von Elf gehen mir richtig auf die Nerven. Vor allen Dingen, das nervt mich. Also, das könnte auch einfach so ein bisschen, der könnte einfach so kommen und hier so ein bisschen versiegelt sein und fertig. Wisst ihr, was ich meine? Also, ja, ihr wisst, was ich meine. Den nehme ich jetzt mal und gebe mir den so ein bisschen an Wimpernkranz und in die innere Wasserlinie. Auf die obere Wasserlinie. Ihr wisst schon, Leute, ey, ich habe Sprachschwierigkeiten. Und dann nehme ich nochmal den Pinsel hier und verblende das so ein bisschen ineinander. Oh ja, das wird schön dunkel. Das finde ich gut. Okay, der zieht schnell an. Also ich hätte besser ein Auge nach dem anderen machen sollen. So, als nächstes nehme ich mal mein Urban Decay 24/7 Glide on Eye Pencil in der Farbe, jetzt könnte ich nochmal gucken, Roxy, und trage mir den einmal hier unten drunter auf die Wasserlinie. Und dann nehme ich einen Pinsel und versmatsche den so ein bisschen. So, eigentlich war der Plan, dass das Kind jetzt mit meinem Mann gerade den Zaun streicht. Jetzt hat sie aber keine Lust mehr. So, kommen wir nochmal zu diesem blauen Glitter-Zeugs. Ich will euch das mal swatchen. Na, eigentlich ist es schon okay. Ich befürchte, dass das möglicherweise streifig wird. Deshalb werde ich das gleich einfach mal unter mein Auge packen. Ich streiche mir gerade was einfach auf die Hand. Und dann nehme ich meinen Pinsel und meinen Spiegel, nehme mir was von diesem blauen Zeugs ab und gebe mir das einfach, oh, nicht so viel, unters Auge. Okay, ja, cool. Ich finde es ja ganz geil, wenn das untenrum, sage ich ja immer, richtig schön knallt. Gerade mit dieser großen Brille sieht man ja von oben sowieso nichts. Mala, was soll ich denn dir anmachen? Mama, fass mir es mal an. Warte gleich. Wow, du siehst aber toll aus, Königin. Danke, mein Schatz. Mama. Warum? Königin Mama. Schatzi, wieso hast denn du nasse Haare? Hab sie gewaschen. Du hast deine Haare gewaschen? Ja, ja. Zeig mal. Aber nicht alle, nur ein paar. Ja, nur ein paar, nur die unten. Diesmal da. Stinken die? Musst du die Badewanne oder was? Nein. Oder hast du da Farbe reingekriegt? Nein. Hey, Mama. Nein, da war so weißer Schaum. Da war weißer Schaum in deinen Haaren? Wo kam der denn her? Ja. So, ich befürchte ja ein bisschen, das ist ganz oft bei diesen Glitzer-Liquid-Dingern, dass wenn man das schichtet, dass es dann abbröselt. Deshalb, ich habe mir hier noch ein bisschen was drauf gelassen. Ich würde jetzt noch mal einmal damit rübergehen. Ja, und es ist halt so, ne, wenn man jetzt mit einer stärkeren Hand hier rüber geht, dann verschiebt man das, was da drunter ist. Also diese Liquid Shadow Dinger, die sind immer so ein bisschen. Aber ihr könnt es auch sehen, hier habe ich versucht, das nochmal aufzubauen. Und da, ja, da ist es jetzt weg. Außerdem hat mich dann das Kind aus dem Konzept gebracht. Ich würde nochmal von dem, was ich jetzt hier habe, vielleicht mal so ein kleines bisschen noch versuchen. Ich versuche diese Lücke nochmal auszubessern. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ausbessern bei Liquid Eyeshadow. Schwierige Geschichte.
Also es geht jetzt einigermaßen so. Ich würde aber jetzt nicht noch weiter dran rumfummeln, weil wenn ich das jetzt mache, dann versaue ich es mir endgültig. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, von diesen ganzen Liquid-Gedönsen habe ich erst einen einzigen, wo ich sage, der ist perfekt. Das ist der von Natasha Denona. Ja, also diese Chroma Crystal-Dinger. Ich finde, das ist das Beste, was es gibt. Jetzt machen wir mal Mascara. Da bin ich nämlich richtig gespannt, weil ich hoffe ja immer, dass ich bei solchen Aktionen wie so One-Brand-Tutorials meine Lieblingsmascara entdecke. Ja, das habe ich nämlich schon mal gehabt. Und zwar vor 2 Jahren oder so habe ich einen One-Brand Trended Up gemacht und habe wirklich die billigste Mascara gekauft von Trended Up. Und ich fand die so gut, die könnte ich mir auch mal wiederholen. Ich habe mir aber jetzt von Elf geholt die Plump It Up Black. Ich muss sagen, dass mir das Packaging teilweise von Elf richtig gut gefällt. Auch hier dieser Stift, das ist einfach so ganz unspektakulär, total schlicht schwarz, finde ich gut. Die Mascara hat so ein ganz normales Bürstchen, würde ich sagen, leicht sanduhrförmig und sie ist sehr vollgeschmoddert. Okay, und sie gibt sehr viel Farbe ab. Sieht gut aus. So, jetzt wurde ich gerade total aus dem Konzept gebracht. Kind, Mann, unten, alles Mögliche. Und dabei ist es passiert, ich glaube, zwischen dem Abbruch hier des Drehens gerade eben, ist jetzt locker eine halbe Stunde vergangen und ich habe mir hier alles weggetränt, ehrlich. Auf der anderen Seite sieht es noch ganz gut aus, wobei ich glaube, ich mit diesem Glitterding das am unteren Dings nicht nochmal unbedingt machen würde. Nee, das würde ich nicht nochmal zwingend machen. So, okay. Mascara, ach genau, die habe ich ja zuletzt aufgetragen, das war es ja. Die gefällt mir übrigens ziemlich gut bisher, muss ich sagen. Macht schöne, volle Wimpern. Gefällt mir ganz gut. Bin ich mal gespannt, ob die bröselt oder so und wie die sich so verhält, kann ich natürlich jetzt auch noch kein Urteil drüber bilden. Brille kann ich jetzt wieder aufsetzen, weil jetzt holen wir erstmal das Puder raus. Ich muss mich erstmal sammeln. So, und zwar Puder habe ich. Tadadada, ich bin am meisten gespannt auf das Puder, ehrlich gesagt. Und zwar das Halo Glow Setting Powder. Das ist ganz neu und hallo Halo Glow. Das sagt doch wohl Jenny. Ich nehme heute mal meinen Spotlight Duster. Gucke nochmal, ob irgendwo etwas in irgendwelchen Falten sitzt. Nee, es sieht aus wie Haut, ne? Ich finde, ich bin hier ein bisschen trocken, was sehr häufig ist. Also ich habe hier oft so trockene Stellen, wo auch meine Poren so leicht vergrößert sind. Normalerweise sitzt die Foundation da vielleicht etwas besser mit einem saftigeren Primer drunter. Muss man mal gucken. Ich würde jetzt mal hier anfangen, dieses Puder. Ich habe das schon mal ein bisschen aufgemacht. Und jetzt will ich erstmal gucken, wo der Glitzer ist. Weil günstiges Produkt, Halo Glow, habe ich ja immer gleich Glitzerangst. Ne? Okay, ich sehe keinen Glitzer. Okay, das war jetzt ein bisschen viel. Ich werde das mal hier so ein bisschen schön in meinen Pinsel einarbeiten. Dafür ist dieser Spotlight Duster halt wirklich sehr gut. Und ich würde mal sagen, mit dem ganz bisschen Produkt, was da jetzt dran ist, gehe ich erstmal hier in den Bereich und tupfe das vorsichtig auf. Und sehe schon mal keinen Glitzer, was mir sehr gefällt. Seht ihr Glow? Also kein Glitzer ist gut, aber Glow wäre jetzt auch nicht schlecht. Ich gehe jetzt einfach mal vorsichtig hier über alles drüber. Fühlt sich gut an. Glitzert nicht. Hat es Glow? Könnte sein, ne? Könnte.
Mach mal hier ein bisschen lang. Aber es sieht halt auch null pudrig aus, ne? Oder findet ihr? Sieht nicht pudrig aus, sieht aber jetzt, na, schon, also wenn man jetzt hier so guckt, hatte schon sehr, auch auf der Stirn, Bewegung. Okay, lassen wir mal die Hautfette ein bisschen kommen. Oh, das hatte ich gestern. Gestern habe ich auch ein Video gedreht, das müsstet ihr schon gesehen haben. Da habe ich eine Foundation benutzt und ein Primer, der sowieso sehr saftig ist, und im Laufe des Tages, ich wurde immer glowiger und es sah so gut aus, bis es zum Schluss echt so fast so ein bisschen war, als hätte ich ein bisschen Speckglanz. Aber es war geil, muss ich echt sagen. Na ja, doch, sieht schon ein bisschen pudrig aus. Powdrig, ist klar. Okay. Auch dazu, ne? First Impressions, keine Ahnung. Jetzt können wir doch schon zu den ganz, ganz spannenden Sachen kommen. Und zwar habe ich hier folgendes. 2 Blushes, ein Bronzer und diese Highlighter-Palette. Ich fange an natürlich mit Bronzer. Und zwar habe ich hier den Primer Infused Bronzer in der Farbe. Wer hat eine Farbe? Es gibt verschiedene nämlich. Wo steht das drauf? Steht es drauf? Steht es hier drauf? Forever Sun Kissed heißt die Farbe. Und ich bin super gespannt. Also, ich bin richtig gespannt. Und bitte lass es einfach so mega gut aussehen. Das würde ich mir sowas von wünschen. Ich gehe jetzt mal hier mit meinem Sonia G rein. Und, okay, gut. Pigment. Hallo, wo bist du? Ah, okay, jetzt kommst du langsam. Okay, also ist kein Bronzer, der euch vom Pigment um die Ohren fliegt, sage ich mal. Also, aber auch nicht schlecht pigmentiert. Ganz gut sogar. Jetzt kommt er. Schöne Farbe. Wärmer, als er im Fännchen aussieht, finde ich tatsächlich. Ich muss mal was gucken. Primer Infused heißt das gute Stückchen, ja, ne? Erst dachte ich, er könnte tatsächlich sehr ähnlich sein, aber zu meinem heißgeliebten Too Faced Chocolate Soleil? Nee. Nein, die sind sich nicht ähnlich. Überhaupt nicht. Aber das bedeutet ja auch nichts, weil es ist ja nicht der einzige Bronzer, den ich mag. Und ich finde die Farbe wunderschön an mir. Tatsächlich richtig schön die Farbe. Forever Sun Kissed. Mal gucken, wie der so im Laufe des Tages hält. Wunderschön. Ich habe ganz oft das Problem, dass mein Bronzer an der Stirn einfach verschwindet. Das muss ich sagen. Wenn der hält, dann bin ich auch glücklich. Der sieht so smooth aus. Meine Haut sieht überhaupt gerade mega smooth aus, finde ich. Okay, schön. Highlighter. Okay, Leute, ich muss gestehen, ich habe schon reingegrapscht in diese Palette und ich war schockiert. Ich war echt schockiert, Leute. Ich flippe aus. Oh Mann. Also, so sieht sie aus. Sieht doch vielversprechend aus, ne? Aber passt mal auf. Also, okay. Das erste ist so eine Art Diamond Powder, ne? Ist auch nicht schlimm. Hat ja auch seine Berechtigung. Dann haben wir 2 Highlighter. Und zwar nennen die sich, hier steht drauf, also das erste ist ein Glitter, dann kommt 2 und 3 ist Schimmer. Das sind die beiden. Die machen einen ganz guten Eindruck. Ja, ich swatch die mal. Versuch die mal hier. Das sind die beiden Highlighter. Highlighter machen ganz schönen Eindruck. Glitter, okay.
ja, ihr wisst ja, wie ich zu Glitter stehe, ne? Aber jetzt zeige ich euch mal was. Und da frage ich mich, ob der Pinsel das noch retten kann. Das hier unten sind Metallic, also die sollen richtig Hammer sein, ne? Also, ich gehe mal so. Warte, nein. Ich gehe mal so und ich gehe mal so. Guck mal. Ich ist gar nichts abgekommen. Also da ist fast nichts dran an meiner Hand. Hier ist was dran an dem ersten, aber ja. Ich hoffe, also ich kann das auch nicht swatchen oder so. Da kommt einfach nichts ab. Ich versuche jetzt das mal. Ich versuche das mal zu benutzen. Ja, wollen wir mal so sagen. Ich würde gerne mal starten mit dem hier. Und gehe da mal mit. Da kommt gut auf jeden Fall was ab. Oder soll ich lieber erst die probieren, die. Ja, ich probiere lieber erst die, wo nichts abgeht. Ne? Vielleicht kann der Pinsel das ja. Ich mache den mal sauber. Und ich finde am tatsächlich schönsten diese Farbe hier. Und ich würde da jetzt mal mit meinem Pinsel reingehen. Und hoffe, dass da jetzt. Also, ihr habt gesehen, ich bin da jetzt ordentlich reingegangen. Ich klopfe es ein bisschen ab. Und guck mal. Ah, okay, kommt. Okay, mit dem Pinsel kommt was ab. Zum Glück, ey. Okay, also man kann sie null swatchen, aber mit dem Pinsel ist, aber es ist, also der ist chunky, würde ich mal sagen. Also das sieht für euch wahrscheinlich sehr schön aus, aber für mich ist es recht chunky. Ich nehme jetzt einfach mal die Farbe hier drüber und da gehe ich nicht so heftig rein, klopfe das ein bisschen ab und benutze den mal hier. Viel schöner. Also den finde ich schöner, das ist ein bisschen smoother alles, ist ein bisschen, trägt nicht so auf, also es ist schöner Highlighter, aber hier ist es doch recht chunky, lässt sich nicht so schön verblenden. Hier, das kann man richtig schön einblenden in die Haut und das ist eher so ein bisschen, ich gehe jetzt nochmal in den schöneren rein und arbeite mir den hier nochmal so ein bisschen, wobei halt dieses Metallic Finish so von Weitem auch ganz geil aussieht. Ich würde jetzt nochmal, um das anzugleichen, gehe ich jetzt nochmal in den hier rein und gebe mir das hier nochmal hin. Dann haben wir es ein bisschen ausgeglichen. Und, ah ja, jetzt so, vielleicht sind die gemischt ganz interessant, die beiden. Also wenn ich jetzt in beide gleichzeitig reingehe. Vorsichtig, vorsichtig. Auf dies. Ganz schön. So, also mit dem Pinsel, mit der Hand kam da wie gesagt gar nichts ab. Mit dem Pinsel ist es jetzt ganz schön. Ich denke aber, es gibt bestimmt bessere Highlighter von Elf. Also, obwohl es jetzt auch mega aussieht, ne? Ich war gerade ein bisschen so, aber. Es sieht in der Kamera gut aus, es sieht jetzt aber auch wirklich vom Nahen sehr gut aus. Ich dachte so, das wird totaler Mist, aber also es sieht gut aus. Das Ergebnis ist ja das, was zählt. Das gefällt mir. So, und dann habe ich zwei Blushes. Von denen, also Emily Noel schwärmt sehr von den Blushes und ich mag die halt total gerne. Ich habe hier einmal Always Rosy. Wartet mal, Always Rosy ist... Always Rosy, also genau, es gibt matte und schimmrige. Always Rosy ist der matte. Und dann habe ich Always Silly ist ein Schimmer. Oh Gott, ich glaube, ich werde das so lieben. Ich sehe das schon. Also beide gefallen mir extrem gut von der Farbe. Wie machen wir das? Wir nehmen erstmal Always Rosy. Und den guten Wayne Goss und gehe mal vorsichtig rein. Ich könnte mir vorstellen, dass der gut pigmentiert ist. Okay. Wunderschön. Wunderschön. Könnte ein bisschen, na jetzt, also ich muss gar nicht so viel abklopfen.
könnte für den einen oder anderen was sein, weil es schon Pigment da, aber nicht übertriebenes Pigment. Ich habe jetzt viel Highlighter drauf, ne? Wunderschön. Mama? Ja? Ja, ja, nicht so einfach zu drehen. Mit Kind. So, Always Rosy. Ich swatch euch den nochmal. Den habe ich gerade drauf. Matt. Und jetzt kommt Always Silly. Das ist ein Schimmer. Ich stehe auf Schimmer Rouge. Wobei ich, ganz ehrlich, finde nicht, naja, da okay, hat schon einen Unterschied. Aber ich finde den jetzt nicht so super shimmery. Ganz, ganz bisschen. Ganz, ganz leicht. Ganz leichten Schimmer, würde ich mal sagen. Oh, guck mal. Seht ihr nicht, ne? Wartet. Voll krass. Richtig krass Kickback. Ja, also den finde ich von der Farbe ist ja noch auf jeden Fall intensiver und wirklich stärker pigmentiert. Wenn es nicht so super pudrig wäre, würde es mich fast ein bisschen an die von Buxom erinnern. Ich will das mal vergleichen, den hier mit Dolly. Dolly ist nämlich meine Lieblingsfarbe von den Blushes von Buxom. Na gut, die Farbe ist... Gut, Dolly ist deutlich dunkler, aber es hat so vom Sheen, es ist ähnlich. Muss ich sagen. Wenn die jetzt noch von der Haltbarkeit, die Elf Blushes von der Haltbarkeit noch so sind, wie die... Es ist schon so vom Finish recht ähnlich, muss ich sagen. Also, Jenny, bring erstmal einen Satz zu Ende. Die Buxom Blushes sind so übertrieben genial, weil euer ganzes Make-up kann weg sein, aber euer Blush ist noch da. Also die sind extrem haltbar. Wenn die natürlich auch so haltbar sind, weil sie sagen ja auch, dass sie Primer-infused sind und das sagt ja Buxom auch, dann wird es mir gefallen. Aber das gefällt mir so richtig gut, ehrlich. Also meine Wangen, gut, der Highlighter ist vielleicht ein bisschen hart, aber meine Wangen ruscht. Das gefällt mir auch. Der Bronzer, wobei, könnt ihr sehen, an der Stirn ist mein Bronzer schon wieder ein bisschen verschwunden, als würde meine Haut den aufsaugen oder so. Aber ich habe ganz schön da drauf. Tja, ein bisschen Bronzer nachgeben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, gerade jetzt, ich sehe super sun-kissed aus, oder? Also ich sehe aus, als wäre ich gerade aus dem Urlaub gekommen, nicht aus der Quarantäne. Oh Gott. Okay, Augenbrauen. Ich habe einen Augenbrauenstift von Elf, den habe ich auch schon recht lange. Ultra Precise Brow Pencil. Das ist so einer, so ein ganz feiner. Da steht doch, hier oben steht eine Farbe. Warte. Natural Brown. Der ist solide. Kann ich euch sagen. Also ich würde jetzt nicht sagen, oh Gott, den müsst ihr haben. Der ist spektakulär, aber der ist ganz solide. Mit dem kann man gut arbeiten. Alles gut. Der ist nicht so super cremig, der gibt halt so. Also der ist nicht so, ich finde der Precisely My Brow zum Beispiel von Benefit, der ist weicher. Der gibt mehr Produkt ab. Aber das hier ist, ich meine, der eine mag das so, der andere mag so, ne? Aber der hier, mit dem kann man sehr schön arbeiten. Ich habe im Moment so lückige Augenbrauen. Also wirklich, ich habe hier so richtig Teile, wo nichts ist. Voll komisch. Ich habe manchmal das Gefühl, meine Augenbrauen sind mega und dann sind sie wieder auf einmal total ausgedörrt. Dadurch, dass der nicht so hart ist, nicht so weich ist, kriegt man natürlich
deutlich softere, feinere Striche hin, wobei ich das nie mache, also eher so Striche nachmalen. Aber ich denke, für die, die wirklich so ein bisschen nachstricheln müssen, könnte das nicht schlecht sein. Ja, kann man nichts, wirklich nichts dran aussetzen. Ist ein solides Produkt. Ich leine mir mal gerade so ein bisschen die Lippen mit Whirl. Ich habe mir jetzt nicht irgendein Lippenprodukt gekauft, irgendein besonderes, sondern nur einen Jelly Pop Lip Gloss. Und ich weiß nicht warum, aber mich hat das Ding so angesprochen. In Apricot Pop. Es riecht so krass nach künstlichem Aprikosen, was auch immer. Woran erinnert mich das? An irgendwas ganz Fieses. Aber es ist ein sehr schöner, geschmeidiger, leichter Gloss. Kann ich nichts dran aussetzen. Außer diesen... Dieser Geruch ist... Man hat auch schon das Gefühl, dass er Geschmack hat. Wartet mal. Oh, woran erinnert mich das? Ich weiß nicht, an irgendwas ganz mega künstlich, mega künstlich. Und zu guter Letzt habe ich noch ein Setting Spray. Das habe ich auch schon länger. Es ist eigentlich ein Primer Mist, Illuminating Primer Mist. Aber wie alle Sprays kann man es auch nachher benutzen. Ich gucke jetzt noch mal ganz kurz, wie meine Haut so aussieht. Und... Ich kann bei dem Puder keine Glitzerpartikel entdecken. Ich sehe aber auch ein bisschen dröge aus. Also ich kann auf jeden Fall Setting Spray gebrauchen. Hm. Gott, Leute. Der Sprühaufsatz ist übel. Der Sprühaufsatz geht gar nicht. Hölle. Oh, ich bin, dadurch, dass der Sprühaufsatz so eklig ist, muss ich von weit weg sprühen. Ich bin komplett nass jetzt. Ne? Also meine Haare sind nass, mein Oberteil ist nass, mein Dekolleté ist nass, alles ist jetzt nass. Ja? Also pff, heftig. Heftig, heftig. Aber ich würde mal sagen, es hat auf jeden Fall seinen Job getan. Also mir gefällt mein Look. Mir gefällt mein Look sehr gut. Tja. Aber was brauche ich? Achso, Mascara. Ich will mal die Mascara angucken. Die Mascara sieht sehr schön aus. Die teste ich auf jeden Fall jetzt erstmal noch ein bisschen für euch in Ruhe. Ja, mit dieser Highlighter-Palette. Also ich denke, es gibt bessere Highlighter-Paletten von Elf. Also oder Highlighter. Ich glaube, es sieht wirklich gut aus. Ne? Es ist jetzt nicht irgendwie ein Reinfall. Aber ich glaube nicht, dass ihr die unbedingt braucht. Was sehr, sehr viel Potenzial hat, ist Rouge und Bronzer. Definitiv. Ich glaube... ich sehe gut aus. Oh, herrlich. Nee, ich sehe wirklich gut aus. Mhm. Das Rouge gefällt mir sehr. Ja, weiß nicht, was braucht ihr unbedingt von Elf? I don't know. Also ich würde mal sagen, Rouge und Bronzer könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Bei den anderen Sachen, also dieser blaue Glitzer, gibt es natürlich auch noch in anderen Farben. Ich finde den Creme-Lidschatten solide, könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Den habe ich auch schon länger. Der Stift macht auch einen guten Eindruck. Wie ist denn das hier mit dem der Kajal? Ja, hat sich ein bisschen, nee, hat sich auch nicht abgestempelt, der Schwarz. Das ist in Ordnung, das kann man durchaus so lassen. Ob das die Sensation ist, weiß ich nicht. Augenbrauenstift ist gut, Mascara gefällt mir bisher. Und die Wangenprodukte auch. Und dieses Puder macht auch erstmal einen guten Eindruck. Ich muss mir das nochmal genauer angucken. Ich finde... Halo Glow Setting Powder hätte ein bisschen mehr Glow haben dürfen, für meine Verständnisse.
Aber ansonsten, und ich glaube echt mit diesem Putty Primer, ich werde damit, glaube ich, nicht warm. Also ich hatte ja auch den Toucher, zu dem der ein Dupe sein soll. Und irgendwie war das nie so große Liebe, auch bei dem Toucher. Und deshalb, so, jetzt hat mich das Kind schon wieder unterbrochen. Also mir gefällt mein Look sehr gut. Sagt mir doch mal bitte, wie findet ihr die Foundation und den Concealer? Muss ich das unbedingt testen oder ist es nicht der Rede wert? Das ist natürlich interessant. Ansonsten finde ich Elf generell immer wieder eine interessante Marke, muss ich sagen. Schon immer. Es gab ganz früher mal so einen deutschen Online-Shop von Elf. Das ist schon Ewigkeiten her und da mochte ich Elf schon gerne. Da hatte ich doch diesen Bronzer, den ich jetzt aussortiert habe, weil er so steinalt war. Ja, den habe ich schon aussortiert. Genau, den habe ich schon aussortiert, weil er uralt war. Aber das war so zu Zeiten von Sleek und so, als es so losging. Da mochte ich Elf schon immer sehr gerne. Und ja, die bringen immer mehr interessante Sachen raus. Die haben ja diesen Putty Primer jetzt auch in Illuminating. Ob das vielleicht was für mich ist? Habt ihr den schon ausprobiert? Lasst es mich mal wissen. Und ich möchte natürlich gerne wissen, was für Produkte habt ihr schon von Elf ausprobiert? Ist das eine interessante Marke? Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, Jenny, das ist sensationell, probier das mal aus? Das würde mich sehr interessieren. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch wie immer erstmal was ganz, ganz Tolles. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!